Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr Filme, die ihr herunterladet, zum Beispiel von einem One-Click-Hoster, wie ihr die schon während dem Herunterladen anschauen könnt, also nicht warten müsst, bis der Download fertiggestellt ist. Dafür gibt es ein paar Voraussetzungen, beziehungsweise eigentlich nur eine. Der Film muss in einem Stück vorliegen, das heißt, es dürfen kein WinRAR-Archiv sein, es darf keine gezippte Datei oder keine Datei in einem RAR-Archiv sein. Und die Datei darf auch, selbst wenn sie in einem Stück vorliegt, darf sie auch nicht gezippt sein. Also die muss als reine Videodatei bei dem Download vorliegen. Wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch, was ihr dazu braucht und wie es funktioniert. Ihr braucht als erstes dazu den VLC Media Player. Den habe ich hier schon mal geöffnet, die Seite videolan.org. Den werden auch viele von euch wahrscheinlich schon drauf haben. Hier könnt ihr ihn herunterladen, nicht zu übersehen. Ich habe es natürlich schon mal vorbereitet. Und wir installieren den jetzt mal. Also einfach wie immer, wie bei jeder Installation auch. Hier habt ihr ein paar Auswahlmöglichkeiten. Das müsst ihr selber wissen, was ihr davon braucht und was nicht. Uns kommt es jetzt nur auf den reinen Player an, also die Plugins, die der mit installiert, die interessieren uns nicht so sehr. So, und während der VLC Media Player jetzt installiert, kümmern wir uns mal um unsere Datei, die wir herunterladen wollen. Ich habe hier mal eine Seite offen, und zwar den Film aus dem ZDF, die Griechenlandlüge. Auf Freakshare habe ich die gefunden. Und um es natürlich euch nochmal anschaulich zu machen, wie genau das funktioniert, lade ich die Seite nochmal neu, dass wir auch die ganze Wartezeit und so weiter mitbekommen. So kommt ihr also auf die Seite mit ganz viel Werbung. Und hier läuft ein Countdown runter und den müsst ihr natürlich als Free-User, also als jemand, der da nicht für bezahlen will, erstmal abwarten. Das, was ich jetzt beschreibe, funktioniert natürlich ganz genauso für Premium-User. Da gibt es keinen Unterschied. So, jetzt haben wir die Wartezeit mal schnell in dem Video hier übersprungen und sind auch gleich fertig. So, wenn die Zeit abgelaufen ist, einfach auf Download klicken. Dann kommt ein Capture. Na, da kommt auch nochmal Werbung. Die klicken wir einfach weg. Das Capture geben wir einfach ein. Und schon haben wir die Möglichkeit, es herunterzuladen. Jetzt können wir hier öffnen, mit auswählen oder Datei speichern. Wir speichern die Datei. So. Das lädt in meinen Download-Ordner hinein. Jetzt schauen wir mal, ob unser VLC Media Player ist fertig. Jawohl, so wollen wir das. Den führen wir auch gleich aus. Okay, wir schauen mal hier in unseren Download-Ordner. Das ist die Installationsdatei vom VLC Media Player. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die löschen wir einfach. Ist aber auch egal, könnt ihr auch drauf lassen. So, und jetzt seht ihr hier zwei Dateien. Die heißen quasi beide die Griechenlandlüge. Hier fehlt die Dateiendung. Die blendet Windows XP gerne aus, wenn es eine bekannte Dateierweiterung ist. Hier haben wir die Dateiendung .path. Die kennt Windows nicht, also lässt er sie drin. So, hier können wir einfach bestätigen, beziehungsweise mit den Informationen wollen wir keine herunterladen. VLC Media Player ist jetzt also geöffnet und wir haben hier unsere zwei Dateien. Gut, die AVI-Datei, das ist ja eigentlich die, die wir auch runterladen wollten. So heißt ja hier, wenn wir nochmal bei Freakshare schauen, die Griechenlandlüge.avi, ja, das ist die Datei. Allerdings, wir sehen hier 0 KB hat die Datei. Die PAR-Datei allerdings, die hat schon ein paar KB und wenn ich jetzt hier auf F5, also aktualisieren drücke, werden das auch immer mehr. Woran liegt das? Naja, die Datei lädt gerade runter. Hier sehen wir die Geschwindigkeit und hier, wie viel MB schon angekommen sind. Und das stimmt auch überein mit dem, was wir hier sehen. Okay, das heißt, was gerade runterlädt, lädt als erstes erst in die Path-Datei. Später wird die dann automatisch in eine AVI-Datei umgewandelt und ihr könnt sie ganz normal mit dem VLC Media Player anschauen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen sie ja schon jetzt anschauen. Also, was machen wir? Wir lassen den Download natürlich laufen. Jetzt schnappe ich mir hier diese Path-Datei und kann die per Drag and Drop, ihr könnt auch öffnen mit,
in den False Media Player reinziehen. So, und hier wählen wir aus unverändert abspielen, also nichts reparieren. Und wie ihr seht, die Datei spielt ab. Also so habt ihr jetzt die Möglichkeit, Dateien schon während des Herunterladens abzuspielen. Die Datei dauert jetzt eine Dreiviertelstunde. Jetzt müssen wir mal hier schauen. Die Datei lädt aber 56 Minuten runter. Das heißt, wenn ihr jetzt schon anfangt zu schauen, würde der Film an eine Stelle kommen, wo ihm die Daten fehlen zum Weiter abspielen, weil eben die Abspielzeit schneller ist als die Downloadzeit. Also müsst ihr warten, sobald hier dann 45 Minuten stehen würde, könntet ihr abspielen und würde dann ziemlich genau zum Ende hin, wäre auch der Download dann fertig. Ja. Gut, ich hoffe, ich konnte euch da mit erhellen etwas und viel Spaß beim Ausprobieren.